Hallo und willkommen zurück hier wieder bei mir auf dem Channel und hier mit einem weiteren Let's Play zu Subnautica Below Zero. Unserem Weg heute weiterhin zur Platin-Trophäe. Ja, der werden wir uns heute wahrscheinlich nicht nähern, denn ihr seht tatsächlich, wir haben einiges vor an Bauvorhaben. Aber keine Sorge, ich habe schon einiges an Ressourcen dafür gesammelt. Ich möchte jetzt aber erstmal den Anfang des Videos hier nutzen, um mich bei euch allen zu bedanken. Ich habe wirklich den Channel erst vor kurzem gestartet und aber wirklich ganz, ganz liebes Feedback von euch in den Kommentaren bekommen und das motiviert einen doch hier auf jeden Fall weiterzumachen mit den Guides und auch den Let's Plays. Also ein dickes Dankeschön dafür an dieser Stelle. So, jetzt machen wir aber direkt weiter und ja, wie gesagt, ich habe unsere Spinde hier komplett gefüllt mit Zeug, was wir dafür brauchen und das sammeln wir jetzt einfach mal alles ein. Ich habe hier ein bisschen Fasergewebe gebaut, emailliertes Glas und auch die Plattstahlbarren. Das sollte schon einiges abdecken hier. Dann gehen wir mal in den Elektrikschrank hier und wir brauchen diese ganzen Kabelsätze. Wir brauchen eine Energiezelle. Brauchen wir noch was? Nee, ich glaube, das ist schon das meiste. Dann brauchen wir 6. 2, 4, 6 und 3 Lithium. 6 Blei, 3 Lithium. Ich sehe Schwefel. Und ich sehe Rubine. Und dieses Fasergewebe. Genau, das habe ich tatsächlich noch nicht gebaut, weil das wollte ich euch zeigen, weil das ist jetzt hier mit einer neuen Ressource, dem Wickelpilz. Und den haben wir tatsächlich in einem der letzten Videos hier in einer Höhle gefunden. Und was habe ich damit gemacht? Ich habe ihn in unser wunderschönes Außenbeet geschmissen und ihn gehegt und gepflegt. Und dementsprechend sind hier ein paar neue gewachsen. Und dann kann man den hier einfach am Anschlagen, wenn man das richtig gemacht hat, nicht so wie ich. Na, oder ist der noch nicht fertig gewachsen? Das kann auch manchmal sein. Wenn der noch nicht fertig gewachsen ist, dann will der nicht, dann will der nichts hergeben. So, jetzt komm. Hä? Bin ich verrückt? Was ist denn jetzt los? Normalerweise... Ach, ich schlage immer den Außenbeetkasten. Nee. Wickelpilz. 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 Jetzt. Hä, warum hat das denn jetzt so lange gedauert? Okay, das war irgendwie verbuggt gerade. Ist aber nicht schlimm, wir haben ein Stück. Das sollte im Normalfall einfacher gehen. Gleiches könnt ihr mit allen anderen Ressourcen hier machen. Also das ist wirklich super sinnvoll, da ein bisschen anzupflanzen und das Ganze ein bisschen zu managen, sodass ihr wirklich viele Ressourcen habt. Ich gehe mal kurz an unsere Wasserfiltermaschine hier. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von dem Ding. Ihr seht, ich habe auch schon da ein paar Wasser bekommen, weil ich sehe gerade, dass ich doch etwas durstig bin. Und diese neuartigen Wasserflaschen, die bringen richtig viel, ich glaube 50 H2O. Das heißt, das ist wirklich sinnvoll. So, zwar habe ich mich hier gerade unterbrochen, aber ich wollte euch zeigen, ihr könnt die natürlich einmal einsammeln, zum Beispiel hier der Gelsack, oder ihr schlagt die, jetzt funktioniert es auch wieder, und kriegt dann eben die Samen dafür. Und dann könnt ihr die wieder einpflanzen. Das heißt, ihr könnt immer ein paar einsammeln, ein paar einpflanzen und dann habt ihr hier wirklich unendlich Vorrat an diesen Außenbeetkästen. Und es sieht cool aus, deswegen habe ich die Fenster hier auch rausgemacht. Da hinten haben wir auch noch Platz für. Und so weiter und so fort. Genug geredet, wir brauchen noch ein Tiefenmodul. Das ist das hier. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir, glaube ich, soweit ausgerüstet. Ich baue noch schnell die Fasern. Und das sollte eigentlich alles sein für das, was wir heute vorhaben. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Gut, das sieht gar nicht schlecht aus. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, unsere Seebahn hier ein bisschen zu erweitern. Ich fahre die, glaube ich, mal ein bisschen näher ran da hoch. Dann müssen wir gleich die Abteile nicht so weit schleppen. Du wirst jetzt eine Riesenlok, liebe Seebahn. Du wirst jetzt eine riesige Lok. So, hier steigen wir aus. Jetzt bin ich echt gespannt, was da jetzt kommt. Hoppala.
Okay, mit was fangen wir an? Wir können drei Abteile bauen. Ja, nehmen wir doch das gleich. Aquariumabteil. Ich weiß nicht, ob ihr das schon habt, aber ich bin jetzt echt gespannt, was das bringt, weil was soll ich denn jetzt? Also ich verstehe schon, ich kann jetzt Fische mitnehmen. Aber das ist jetzt ja nicht unbedingt meine Hauptnahrungsquelle, wobei, kann man auch nicht sagen. Unterwegs sind Fische schon die Hauptnahrungsquelle, aber oh, ich glaube, ich muss das Ding ein bisschen tiefer parken. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie dieses Aquarium aussieht. Also ich glaube optisch. Ja, ich muss hier tiefer parken. Sonst kriege ich das nicht dran. So, auf Tauchstation. Wunderbar. Okay. Oh, ich hätte ihn fast getroffen. Fast hätten wir schon rangedockt. So, na? Kann ich hier auch hinten rein? Ich kann hier gerade nirgends hin. So. Okay, also optisch ist das natürlich schon mal ein Highlight. Okay, cool. Jetzt kann ich hier. Ja, jetzt kann ich da Fische reintun. Na gut. Ich nenne es mal Aussichtsplattform für unsere Seebahn. Okay, das ist mal das Erste. Ich würde sagen, dann bauen wir gleich noch ein Schlafabteil hinten dran. Seebahn. Schlafabteil, das ist es doch. Dafür benutzt der Fasern vermutlich, weil da ein Bett drin ist. Wenn das Schlafabteil heißt, dann ist da wahrscheinlich ein Bett drin. Schauen wir doch mal. Kommt zu Papa. Wie das physikalisch funktioniert, dass die das Ding in der Luft bauen, ist mir auch nicht so ganz klar, aber na gut. Ach, man muss ihn immer erstmal runterstoßen und dann kann man ihn nehmen. Boah, das Ding sieht cool aus. Der wird jetzt richtig lang. Boah, ich glaube, wir brauchen wirklich dieses Zugmodell, weil sonst kriegt er das ja gar nicht mehr gefahren hier, der Kollege. Ich nehme an, das heißt Zugmodell, weil der das dann besser. Oh, jetzt habe ich die Station eingepackt, das wollte ich nicht. Weil der das dann besser ziehen kann, oder? Weil der verliert ja doch ein bisschen an Performance, wenn man ihn so belädt. So, Abteile. Dockabteil, das sollte das letzte sein. Och, das ist ja süß. Das ist jetzt nicht der Aufenthaltsraum, würde ich behaupten. So klein wie der. Ah, ich weiß, was das ist. Das hat diese Greifarme. Da kann man hinten den Ding. Oh, da kann man den Krebs hinten dranhängen wahrscheinlich. Den habe ich natürlich noch nicht. Den werde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr gebaut bekommen. Ich dachte nämlich, was soll ich mit dem Krebs? Dann latsche ich hier die ganze Zeit mit dem in 10 Meter Radius hier um die Basis rum. Aber so macht das natürlich Sinn. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an. Also, wir haben unser Dockabteil hinten. Das macht, glaube ich, auch Sinn, das am hinten dran zu haben. Dann haben wir unser Schlafteil. Was ist das? Bild festlegen. Ah, da kann man einen Screenshot reinladen. Keine Ahnung, eine Jukebox. Treffe ich Play? Nee, treffe ich nicht. Mein Gott. Hallo? Jo, das ist unser neuer Song, den wir gefunden haben. Hier kann ich schlafen. Dann klappt hier wahrscheinlich so ein Bett runter. Kann ich hier schön die Fische beobachten. Unser Aquarium. Und nach wie vor hier schön Fracht- und Fabrikatormodul. Ich glaube, die Reihenfolge ist auch gar nicht so verkehrt. Nice! Okay. Ich würde sagen, es funktioniert. Wendig ist er jetzt natürlich nicht mehr so wirklich, aber. Alter, ist das der Hammer! Jetzt machen wir das wieder aus. Zack. Richtig cool. Hier komme ich raus, okay. Wahnsinn! Sieht das nice aus?
Okay, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich deselektiere das. Ich deselektiere das. Und dann machen wir zack. Ach so, vielleicht sollte ich die Arme wegnehmen. So, jetzt müsste das doch hingehauen haben. Yes, nice. Jetzt haben wir einen Screenshot von unserer Seebahn gemacht. Und den hängen wir jetzt hier einfach rein. Zack. Ja, genau so. Und dann hochladen, oder? Ist das nice. So gefällt mir das. Okay. So viel zu unserer Seebahn. Das sieht richtig nice aus. Hammer. Und jetzt arbeiten wir noch ein bisschen an ihrer Performance. Und dafür, jetzt habe ich das natürlich alles wieder deselektiert, was ich hier bauen wollte. Ich wollte den Nachbrenner, das Modul hier und ein Tiefenmodul. Ach so, oder wir bauen Perimeterabwehrmodul. Ja, das bauen wir auf jeden Fall auch. Und das Tiefenmodul brauchen wir auch noch. Oh ja, wir schaffen heute einiges. Ich hoffe, ich habe jetzt da noch genügend Ressourcen am Start. Wenn ich denn jetzt mal rausfinde, wo dieses blöde Tiefenmodul zu finden ist. Hier. Seebahn-Tiefenmodul 2, ja. Okay, ja, dafür hatten wir ja schon alles dabei. Das ist ja schon mal perfekt. Das baue ich vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich hier an der Modifizierungsstation. Okay, das haben wir schon mal. Checkt. Okay, das haben wir. Das können wir also direkt von der Liste streichen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen zwei Energiezellen. Boah, zwei Energiezellen habe ich nicht mehr. Aber eine habe ich. Wir brauchen drei Lithium. Das haben wir schon dabei. Ach ja, okay. Ich habe ja die oberen Sachen... Disregard. Ich habe ja die oberen Sachen schon eingesammelt. Das heißt, ich muss nur die unteren einsammeln. Okay, dann habe ich doch zwei Energiezellen. Zwei Rubine. Ein Computerchip. Habe ich das noch? Natürlich. Und dieses grüne Zeug. Das grüne Zeug habe ich noch nie gebastelt hier. Was wollen die denn dafür? Salzsäure und Gold. Okay. Und dafür brauchen wir drei Höhlenknospen und einmal Salz. Also, Salz habe ich hier drin. Warum habe ich hier so einen riesen Salzschrank? Weil das Teil, unsere Filtermaschine, macht so viel Salz, während das Wasser produziert, dass ich das alles da reinschmeiße. Dann nehme ich Gold mit und dann brauche ich noch drei so Pilze. So, okay. Eins, zwei und drei. Und wie gesagt, nicht nur ernten, sondern dann auch gleich hier Knospen machen. Und dann kann das schön nachwachsen. Zack, so einfach ist das. Und dann habt ihr, wie gesagt, unendlich viel von dem Zeug. So. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da bin. Dann machen wir einmal Salzsäure. Und aus der Salzsäure machen wir Polyanilin. Super leichtes Wort. Vielen Dank. Okay, und wo baue ich das jetzt alles? Nicht hier. Ah, okay, ich weiß, wo ich das baue. Ich baue das in unserem Dock. Hier habe ich auch ein bisschen dekoriert. Und dann an den Fabrikator ran. Seebahn-Nachbrennermodul sorgt für einen extra Geschwindigkeitsschub auf Kosten von etwas Energie. Na gut, gut zu wissen. Dann Seebahn-Zugkraftmodul. Dafür haben wir jetzt nicht so viel Infos. Okay. Und Seebahn-Perimeterabwehrmodul. Oh, was ich gerade sehe, ich kann den Bauplan hier löschen. Ah, das macht ja Sinn. Und ich habe mich beklagt, dass er das nicht löscht, wenn ich es baue. Aber ich kann das hier löschen. Wie cool. Mensch, die sind echt nicht blöd. Und ich kann es auch direkt anheften. Jetzt sehe ich das erst. Ja, der schnellste bin ich nicht, aber ich bin happy mit dieser Entdeckung.
Das funktioniert ja richtig gut. Okay, da haben sie sich wirklich was dabei gedacht. So, und dann würde ich sagen, hau mal diese ganzen Module hier mal. Nee, nicht hier. Hier, Erweiterungsmodul. Okay, Nachbrenner. Abwehr. Tiefen. 650 Meter. Alter, das Ding ist jetzt ein richtiges U-Boot. Okay. Jetzt wird's Nacht, jetzt probiere ich das Bett aus. Jetzt probieren wir das Bett aus. Und danach probieren wir das Teil mal ein bisschen aus auf die Reise mitzunehmen. Nice, guten Morgen. Die erste Nacht in unserer brandneuen Seebahn. Dann schaut man hier gleich auf das Bild. Gefällt mir. Gut. Das hat gut funktioniert. Wir haben eine Riesenseebahn und haben sie auch gleich mit ganz vielen Add-ons ausgestattet. Jetzt würde ich sagen, essen wir hier noch ein bisschen was. Wir haben noch ein Wasser dabei und dann gucken wir doch mal, ob wir das Ding mal ein bisschen auf die Straße bekommen. So, habe ich sonst noch irgendwas Unnützes dabei? Nee, das sieht alles gut aus. Wählen wir den noch aus. So. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los. Kein bestimmtes Ziel. Ich will das Ding einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und lasst uns doch einfach mal grob, ich weiß nicht, Südwesten, da war ich noch gar nicht da hinten. Wir sind eigentlich immer da und da hinten in Richtung des Seealgenwalds. Nee, wie heißt das? Seerosenwalds gefahren. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier unseren neuen Zug einfach mal mit auf die Reise. Ich halte mich einfach hier rechts mal von der Delta-Station und gucken mal, was da dahinter liegt. Okay, also 63% Ladekapazität. Das ist jetzt natürlich nicht ewig viel. Ich hätte den vielleicht vorher mal aufladen sollen. Aber er fährt sich okay. Also er ist nicht der schnellste. Jetzt gucken wir doch mal hier. Kann man den Schub auswählen? Yes! Okay, das geht bestimmt ab, wenn man kein wenn man keinen, wie heißt es denn, keine Abteile mehr hinten dran hat, dann gibt der wahrscheinlich richtig Gas. Und was haben wir hier noch? Das Abwehrsystem. Okay, das ist so ein Blitz einfach quasi. Und die anderen kann ich nicht einsetzen. Klar. Und wir kommen auf 650 Meter. So, was haben wir denn hier? Okay. Steigen wir doch auch nochmal aus. Wir haben ja schon so einen Außenbeetkasten, von daher brauchen wir den jetzt hier gerade nicht. Aber wenn ihr den noch nicht habt, scannt ihn. Ihr seht, wie nützlich das ist. Ihr habt es jetzt gerade live miterlebt, wenn man das Zeug vor der Haustür hat. Das erspart einem viel Arbeit. Okay. Nice, nice, nice. Ich bin immer noch begeistert, wie das Ding aussieht, muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Keine Zwischenstopps. Uff. Jetzt gucken wir doch mal, wie viel Energie das tatsächlich verbraucht. Wir haben jetzt 58 und jetzt machen wir Buff. Naja gut, das hat jetzt 1% gekostet, oder? Das geht ja wirklich. Und jetzt hauen wir dem hier noch einen Blitz rein. Zack. Und dann macht er gar nichts mehr. Ja, ist das schön. Okay, ich bin jetzt hier random irgendwo. Also hier gibt es nochmal richtig große, wie heißen die Teile nochmal? Schlingpflanzenwälder. Da müssen wir auf jeden Fall noch recherchieren. Und hier kommen wir jetzt in ein neues Gebiet, oder was ist das hier? Oh ja. Alter. Eisberge. Ich glaube, da will ich oben drauf. Alter, was ist denn hier alles? Was ist denn das hier? Ah ne, das ist wahrscheinlich schon das Ende der Map, oder? Wow. Okay, ah, die sind auch schon über mir. Interessant.
Ja, das passiert, wenn man hier einfach mal rumfährt. Also wir haben hier auf jeden Fall noch reichlich zu erkunden. Das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ich frage mich, ob man auf die oben drauf kann. Auf diese Teile. Das scheint hier überall aus dem Wasser rauszukommen. Wir können ja mal auftauchen hier. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich mir den Kopf angestoßen. Vielleicht setze ich mir hier mal eine Boje. Einfach damit ich das hier wieder finde, weil ich bin jetzt hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, ziemlich südwestlich von der Base, 800 Meter. Okay. Ja, ich setze mir meine Boje, aber nicht direkt bei dem Kerlchen hier. Ich frage mich, ob man da auch ganz runter kann. Der kommt, der kommt. So, ich tauche jetzt hier mal auf. Hey. Ja, das wird ein bisschen hoch sein, um drauf zu springen. Oh, aber hier? Ja, wer weiß. Ich geh mal raus. So. Oh, was sind denn das? Gude. Hey, warte auf mich. Was für ein Ding, Pina? Der sieht freundlich aus, der tut mir nichts, oder? Ein intelligentes und neugieriges Tier, das unter Wasser jagt. Okay, durch seine zahlreichen Flossen. Hauptsächlich von kleinen Fischen. Freundlich steht da. Oh! Ja, ist freundlich, aber er will trotzdem mal Hallo sagen. Hey! Ist ja gut. Was will der? Der ist ganz schön aufdringlich, der Kollege. Aber die sind auch gegenseitig so aufdringlich. Okay, das ist wie so eine Robbe, aber mit ganz vielen Flossen. Okay, nice. So, ah ja, unsere kleine Karte hier kann jetzt tatsächlich auch mal nützlich sein, aber. Okay. Komme ich hier so vielleicht rein? Ja. Oh, na. Hopp. Jetzt das Ding weg und springen. Springen. Ah. Nope. Na gut, war ein Versuch wert. Kommt man in die Teile rein, oder wie? Krass. Also, aber wirklich was machen kann man jetzt hier nicht, oder wie? Schade. Schade, schade, Schokolade. Na gut, wir erkunden mal weiter, würde ich sagen. Wir erkunden mal weiter. Und gehen mal hier so richtig tief. Mal zur Orientierung, wo ist denn die Delta-Station? Die ist da. Hier ist der Kollege. Ja, dann gehen wir doch mal einfach noch weiter und schauen, wo wir dann hinkommen. Boah, das sieht ganz schön bedrohlich und cool aus, wenn man hier so nah an diese Eisberge kommt. Hammer. Da ist auch noch eine Höhle drin. Ah ne, das geht auf der anderen Seite wieder raus. Ah, ich bin mir nicht sicher. Das müsste man mal erkunden hier. So, wir gehen jetzt hier raus. Gehen auf. Hallo? Ja, danke. Und gehen auf Eisbergjagd. So, ich schmeiß mal das Teil hier raus. Damit wir ungefähr eine. Aha! Hohlraum entdeckt. Eisberg. Jetzt, wie schreibt man das? Eisberg. So. Ja, ich hab's. Wunderbar.
So, sie hat gesagt Hohlraum. Ja, das sehe ich tatsächlich. Dann gucken wir doch mal. Was bist du denn? Ein Ei. Okay. Wow. Okay. Aber muss da jetzt irgendwas drin sein oder wie ist das? Noch nicht wirklich hier drin. Vielleicht hier. Hallo, Mr. Eisberg. Nee, das ist auch nur ein Durchschwimmeisberg hier. Naja. Aber ich würde ja gern irgendwie mal auf so ein Teil hoch, aber das scheint ja auch nicht zu funktionieren. Bist du auch hohl? Ich wollte dich nicht beleidigen, lieber Eisberg, sorry. Da sind noch neue Quallen. Was ist denn, wenn man... Ah, vielleicht so. Aha. So geht das. Laserschneider verwenden. Oh, da bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Moment. So. Und so. Jetzt kann ich hier durchs Eis mich schneiden. Alter. Oh, was wir heute erleben. Im Eisberg mit unserer neuen Seebahn unterwegs. Also die Gegend hier muss ich auf jeden Fall noch erkunden. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie ans Ende der Map gekommen sind, aber diese riesen Eiswand müsste man noch erkunden, was es da so gibt. So, und jetzt komme ich hier raus, oder? Wow, sieht das cool aus. Das sind Ionenwürfel. Den nehmen wir mit. Hier ist es vermutlich richtig kalt. Was tut denn da so? Das sind wahrscheinlich die Tiere draußen. Ah, hier gibt's Adern. Was ist da? Magnetit. Ich habe Magnetit gefunden. Und nicht zu knapp. Zwei Stück, naja gut. Diamanten. Okay, ich bin ein Riesenfan von diesem Eisberg. Gibt es hier noch mehr? Ja. Nice. Alter, ich will mehr Magnetit. Gib mir Magnetit. Wenn wir jetzt Magnetit haben, dann gehen wir sofort zurück zur Basis und bauen den Scannerraum aus. Weil mit dem Ding, okay, das ist nur Silber und Gold. Wie viel Magnetit haben wir? Vier Magnetit. Ja, das reicht mir. Okay, also ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen zu diesen Eisbergen. Weil ich denke, es könnte hier tatsächlich noch mehr von dem Zeug geben. Aber damit fahren wir jetzt zurück, weil ich will euch unbedingt den Scannerraum zeigen. Was der wirklich kann und warum ich so scharf auf dieses Teil bin. So, die habe ich noch weggescannt. Und jetzt will ich nur noch die Seebahn finden. Wo habe ich denn geparkt? Hat jemand mein Auto gesehen? Ist extrem lang und groß. Ah, da. Oh, ich habe die Markierung weggemacht. Ach ja, wegen dem Screenshot. Das muss ich wieder anschalten. Na gut. So, wir gehen zurück in die Seebahn. Ja, ihr seht, das ist heute ein bisschen Learning by Doing hier, aber ein bisschen ausprobieren. Ich wollte einfach mal die Seebahn ein bisschen auf die Reise bekommen und ja, mal mit euch live hier die Gegend erkunden. Und das hat sich gleich ausgezahlt. Ich habe eine Markierung gesetzt, das heißt, wir finden hier wieder hin und jetzt gehen wir, was ist die Richtung Nordosten? Ja, so einfach Richtung Südwesten sind diese Eisberge. Wenn ihr da noch nicht wart, hier findet ihr Magnetit, bringt aber euren Laserschneider mit. Ich werde euch aber auf jeden Fall auch noch einen Guide droppen, wenn ich das nicht schon gemacht habe zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier rauskommt. Na gut, so, zurück. Jetzt geben wir aber hier mal ein bisschen Power. Zack. Der Booster. Okay, wir sind jetzt wirklich bei 48% bei der Seebahn.
Die muss ich jetzt gleich mal in unserem Tauchdock parken. Also ihr werdet von der Basis, also theoretisch ja auch vom Startpunkt, wenn ihr hier über dieses B-Zeug kommt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg, würde ich behaupten. So, was hat er jetzt gegessen? Haben wir einen Fisch kaputt gefahren? Okay. Na? Nochmal Power. Ja, es gibt schon ein bisschen Geschwindigkeitsboost. Jetzt nicht massig, aber das kann jetzt auch wirklich daran liegen, dass wir hier noch 5 Waggons dabei haben. 2, 4, 5, ja, das ist korrekt. Naja, schauen wir mal, wie das Ding abgeht, wenn wir die abkoppeln. Boom. Jetzt ist Energie auch nicht mehr wichtig. Wir sind ja jetzt schon zu Hause. Okay, nice. So, jetzt sind wir zu Hause und ich mache das jetzt mal einmal so. Pack die Waggons hier. Schau nochmal, ob alles in Ordnung ist hier. Ne, geht's allen. Ach, der sammelt Fische ein. Ach, das ist ja genial. Okay, verstehe. Dann bin ich jetzt noch ein größerer Fan von dem Aquarium. Trotzdem koppel ich es jetzt ab. Bam. Und wir steigen aus. Ja, gut geparkt. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier rein. Und hallo. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. So, das habe ich hier als Erinnerung hingestellt, ne? Keep calm, chuck on. Und dann gehen wir zurück. Und was ich euch jetzt zeigen will, wartet im Scannerraum auf uns. Ich schmeiße jetzt mal den Scannerraum an. Und zwar suchen wir Blei. Davon sollte es reichlich hier in der Umgebung geben. Und dann nehmen wir das Ding. Brauche ich einen Computerchip, Kupfer. Wir können schon mal ein Beschleunigungsmodul basteln. Einmal. Und dann hole ich uns einen Computerchip und Kupfer. Yep. Haben wir jetzt noch einen Computerchip da? Yes. Okay, und dann baue ich das Allerwichtigste von allen, der Scannerraumchip. Das Ding ist der Hammer. Wenn ihr das noch nicht habt, baut es sofort. Erweiterungsmodul, Beschleunigungsmodul, die haue ich hier beide rein. Und jetzt seht ihr, er sollte das jetzt automatisch machen eigentlich. Wo sieht man das denn? Moment. Hier. Der hat den sich jetzt, keine Ahnung, in den Kopf gesteckt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn dabei. Und jetzt poppt hier alles, was der Scannerraum findet, in unserem Display auf. Und warum das so cool ist, zeige ich euch jetzt. Weil jetzt gehen wir einfach hier raus und haben jetzt hier live gepinkt, was der Scannerraum sucht. Und da ist dann plötzlich der Scannerraum richtig stark, weil ich finde, vorher ist der so, du musst irgendwie, siehst halt zwar, dass da ein bisschen grob in der und der Richtung was ist, aber in Kombination mit dem Chip ist das unschlagbar. Guck mal, ich finde jetzt hier so viel von diesen Steinen, wie ich will. Und der sucht immer weiter. Je mehr ihr davon einsammelt, je länger der läuft auch natürlich, desto mehr wird der in der Umgebung finden und desto weiter weg sucht er dann auch. Und so habt ihr natürlich extrem schnell eure Ressourcen zusammen. Weil jetzt einfach nur noch diese Steine hier abfahrt. Und ich sag euch, ihr habt innerhalb von wenigen Minuten hier die Schränke voll Blei jetzt. Und das könnt ihr mit allen Ressourcen machen. Der hat natürlich je nach Standpunkt nur die, die es halt in der Umgebung gibt. Aber wie ihr wisst, hier zum Beispiel Blei, Kupfer und so weiter ist kein Problem, das hier in der Umgebung zu finden. Wichtig allerdings, das zeige ich euch jetzt gleich dabei, ist ähnlich wie mit dem Detektor, den wir ja schon haben. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, um das zu demonstrieren. Ihr müsst die Steine, nicht die Ressource, die ihr suchen wollt. Also jetzt nicht nach Blei suchen, weil sonst sucht ihr im Grunde nur nach Blei, das irgendwo rumliegt, sondern wirklich nur nach dem Stein.
Und wenn ihr jetzt hier den Scan abbrecht, dann werden diese ganzen Markierungen wieder verschwinden. Das heißt, es ist nicht nervig in eurem Display drin. Alternativ könnt ihr auch einfach den Chip abwählen, dann habt ihr es auch nicht mehr. Das heißt also, wenn ihr nach Silber sucht, müsst ihr nach diesem Stein suchen. Wenn ihr nach Gold sucht, nach dem hier und so weiter und so fort. Kalk ist der Kalkstein. Und so kriegt ihr ruckzuck euer Zeug zusammen. Na? Der sucht wirklich alles. Und das ist wirklich eine der besten Funktionen, die ihr im Spiel habt, was in Verbindung mit diesem Scannerraum ist. Ja, so viel dazu. Sorry, aber das ist wirklich ein Thema. Da bin ich so happy, dass ich das für mich entdeckt habe, weil das spart einfach extrem viel Zeit beim Ressourcensuchen. Das ist einfach Gold wert. Ne? Okay, ich denke, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir waren, ja, ich finde, ganz erfolgreich. Wir haben einiges gebastelt. Wir haben eine neue Ressource gefunden. Wir haben eine neue neues Biom gefunden da hinten. Und wir haben den coolsten Sea-Truck, die Seebahn aller Zeiten. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Kommentare. Ich hoffe, ihr bleibt dran, lasst ein Like da, abonniert den Channel, wenn nicht schon gesehen, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Subnautica Below Zero. Bis dahin, tschüss.